Hallo miteinander, willkommen zurück bei Sahandar, Call of the Wild. Ja, neuer Tag, neues Glück, auch wenn ich an derselben Stelle bin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es lag eine Pause jetzt dazwischen und ich war jetzt am Überlegen, welche Karte spiele ich denn mal. Ja, jedes Mal umrüsten ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, jedes Mal die neuen Caller einpacken. Ja, Enten sind momentan keine da, also die sind schon da, aber die sind weiter hinten auf dem See. Und habe ich ein bisschen rumgeschaut und habe hier hinten in dem, ja, verdorrten Waldgebiet zwei Maultierhirsche entdeckt. Die heißt es jetzt erstmal zu jagen. Wir werden uns da jetzt heranschleichen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die sich versteckt hatten. Die waren etwas hinter den Bäumen versteckt, aber die finden wir. Okay, das heißt erstmal machen wir noch hier Geruchsneutralisierer drauf. Wind kommt perfekt. Und dann würde ich sagen, Maltierhirsch, dann pirschen wir uns etwas an. Und wenn wir etwas näher sind, etwas Deckung gefunden haben, dann werden wir mal callen und schauen, ob die rankommen. Die waren jetzt Schwierigkeitsstufe 3. Da sollten die eigentlich auf die Lockrufe reagieren. Die schweren Tiere, die reagieren eigentlich so gut wie nie. Die machen einfach ihr Ding. Entweder kommen sie oder sie kommen nicht. Aber meistens kommen sie halt nicht. Ja, Maultierhirsch. So oft haben wir da auch noch keine gejagt davon. Die haben jetzt eine Waffenklasse von 3. Das heißt, die Eckers wird dann wieder zum Einsatz kommen. Die Frage, wo sind die hin? Also da sind sie noch. Die hatten geruht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt in den 2 Minuten anmoderieren über alle Berge sind. So, wir pirschen uns jetzt an und ich werde mal langsam den Caller in die Hand nehmen. Mal schauen, ob wir die dann angelockt bekommen. Ja, manchmal schaue ich auch wirklich gerne mit bloßem Auge. Sieht man hin und wieder mehr wie mit dem Fernglas. Da. Haben wir direkt im Bild. Ja, Schwierigkeit 3. Da kommt jetzt auch. Der Caller funktioniert super. Es müsste aber noch ein zweiter kommen. Mir geht gerade durch den Kopf. Man hätte jetzt auch mal den Hochsitz mitnehmen können. Den hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr im Gebrauch. Ich habe ja noch die Fertigkeit aktiv, dass wir die Schmauch, da ist er schon, die Schmauchspuren sehen von der Waffe. Die kann man jetzt mit der F-Taste aktivieren. Ich werde das auch mal machen. Steht er. Warte mal, ich call mal noch. Vielleicht kommt er noch einen Tick näher ran. Ah, wittert schon sehr. Also, getroffen haben wir ihn und da liegt er. Ja, Schmauchspuren haben wir nicht gesehen, obwohl ich das aktiviert hatte. Also man sieht eigentlich, wie die Kugel, welche Bahn die Kugel macht. Na gut. Weiß nicht, also so richtig viel halte ich jetzt davon nicht. Komm, wisst ihr was, wir stellen das jetzt mal wieder um. Fertigkeiten. Ich mache mal wieder die Nulldistanz. Hirscher, Nulldistanz. Wo war sie denn jetzt?
Die nicht. Windprophet, Schreckruf. Adlerauge. Was ein Vorteil? Ja, ein Vorteilspunkt war das. Nulldistanz. Die aktivieren wir jetzt. Okay, ja, so aktiviert man einfach die Vorteilspunkte, weil es kein Fertigkeitspunkt war, wirklich ein Vorteilspunkt. Ja, ich bin gespannt. Ich call einfach mal. Es waren, wie gesagt, zwei Stück hier. Vielleicht haben wir Glück, dass der zweite genauso neugierig ist. Da hinten. Manchmal muss man wirklich Glück haben. Fernglas genommen und sofort entdeckt. 200 Meter, da können wir noch ein bisschen näher rangehen. Schauen wir mal, ob wir ihn gut getroffen haben. Silberwertung, alles 100%, so soll es sein. Und wir haben Lungenflügel links. Ja, guter Schuss. Fellart grau, schönes Geweih hat er. Und bringt 1000 Geld. Annehmen. So, 170 Meter. Müssen wir schauen. Jetzt ist der Wind natürlich nicht mehr so auf unserer Seite. Ups. Okay, 140, noch liegt da. So, da haben wir es. Ein Warnruf, 137 Meter. Jetzt verhalten wir uns erstmal ganz ruhig. Müssten eigentlich links bleiben, dass wir etwas aus dem Wind rauskommen. Hat er sich jetzt wieder hingelegt? Habe ich da einen Hochstand gesehen? Tatsächlich. Ja, hier am hinten haben wir einen Hochstand. Hier haben wir ein Bedürfnisgebiet. Maultierhirsch. Das passt. Also Bedürfnisgebiete sind wirklich immer mal einen Blick wert. Meter. Ich will aber auf. Was ist denn das? Nummer sicher gehen. Anruf. Da, der steht richtig gut im Wind. Das ist natürlich schlecht und der ist weg. Ach, wie viel sind denn da hinten? Eieiei. Das ist mein Bedürfnisgebiet. Habe ich gar nicht gesehen. Was haben wir denn jetzt so alles? Alles Leichte. Eieiei.
Den einen mit dem Geweih, den würde ich mir noch gerne näher mal anschauen, aber kriege ihn nicht rein. Alle trivial, das ist alles nicht das, was sich jetzt wirklich lohnt. Ja, hier extrem leicht. Der von links ist leider weg. Moment, wie sieht überhaupt die Waffe aus? Müssen wir nachladen? Wir laden mal nach. Und der Wind, der wird immer schlimmer. Da jetzt stehen sie schon langsam. Ja, Meter, jetzt müssen wir hier. Jetzt müssen wir anlegen. Oh, jetzt kommen sie. Zu besser. Ja, den mussten wir halt mitnehmen. Jetzt hatten sie uns tatsächlich gewittert. Und die ersten waren schon auf und davon. Naja, gut. Aber den sollten wir erwischt haben. Ja, ich versuch's. Es scheint ja so eine Rehart zu sein. Und wenn die genauso gut reagieren auf die Rufe, dann kommen die alle wieder. Das einzigste im Wind muss man. Da vorne sehe ich ihn schon liegen. Den Wind muss man ein bisschen im Auge behalten. Habe ich da gerade einen gesehen? Genau dort. Genau dort hatte ich gerade was gesehen. Jetzt haben wir mal einen Vierer. Auch nicht schlecht. Geht und geht und geht. Hier kommt so ein Junger. Ein Dreier. Hat jetzt halt nur ein kleines Gewehr. Aber der da oben. Hier steht ja einer direkt vor uns. Schön vorne ins Schulterblatt rein. Eieiei. Aber liegt. Ging durch. Bin mal gespannt, ob die Kugel das Schulterblatt durchschlagen hat oder ob halt der Schuss daneben ging. Das heißt, voll in die Lunge rein. Warnruf. Da oben.
So, wo lagen jetzt Nummer 1? Da sind wir jetzt so nah dran, dass wir schon gar nicht mehr sehen. Einer liegt dort. Ich glaube, da müssen wir nachher noch mal ein Stück zurückgehen. Hier liegt er doch. Direkt vor uns Lager. Ja, da backt ein bisschen fest. Haben wir noch welche? Alles weibliche? Oh ja. Oh. Entfernung? 50 Meter. Nehmen wir mit. Ist mir jetzt egal. Männlich, weiblich. Na. Dreh dich nochmal etwas rum. Sieht sehr grazil aus. Ah. Getroffen. Und da liegt's. Läuft heute. Es läuft. Hier liegt er vor uns. Im Gebüsch. Lungenflügel links, rechts. Trophäenwertung nichts. Annehmen. Ah, der Wind ist jetzt auch wieder auf unsere Seite. Kommt. Wieder vom, wo kommt er denn her? Aus dem Westen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Tier hin? Ich sehe einen mörderischen Blutfleck. Liegt es aber am Stein drin. Lungenflügel rechts, Leber, Muskel, Lungenflügel links. Annehmen. Haben wir wieder einen ausgemacht. Das ist der Vierer. Kommt wieder ein Kandidat. So, Entfernung 110 Meter. Da muss noch etwas. Ah, da steht er. Wollte schon sagen, wo ist er denn hin? 50 Meter. Schüttelt sich ja nicht. Na, komm, etwas rum. Seitwärts. Getroffen. Ja, also richtig gute Stelle heute mal erwischt. Wahnsinn. Und ich wollte hier schon wegreißen. So, wir machen jetzt erstmal ein paar Meter. Sammeln mal die zwei Tiere auf. Und dann hoffe ich mal, dass wir hinter der Bergkuppe vielleicht noch 1, 2 erwischen. Mal schauen.
So, da drüben. Da. Und zuerst mal hin. Lungenflügel rechts, Brustwirbel, Lungenflügel rechts, wieder alles 100. Sehr schön. Heute haben wir einen Lauf. So, den sehen wir. Das heißt, ich fange mal an zu fahren. Kommt ja noch einer oben. Bringt schönes Geld, kann man nicht meckern. Jedes Mal so knapp 1000. 4 oder 5 haben wir jetzt schon erwischt. Ja, ich call da jetzt meistens auch öfters. Früher habe ich immer so einmal gecallt und dann gewartet und gewartet, aber ich habe das mal bei den Entwicklern im Stream gesehen. Die kommen da auch 4, 5 Mal hintereinander. Und ich denke mal, die werden ja bestimmt wissen, was sie getan haben oder was sie tun. Nein, ich habe keinen Jagdhund mit. Das ist mein Hund. Ich denke mal, ihr hört ihn wieder, aber ja. Der will auch mal ein bisschen bellen. Das war mein Schuss. Also, da muss ich mich selber mal auf die Schulter klopfen. Durchs Gebüsch durch und da lag sofort. Die reißen, ich hab Spuren hier ohne Ende. Und eine Goldwertung geschossen. Schönes Tier. Nebel, Vorderlauf, Unterschenkelknochen links, Lungenflügel links, Lungenflügel rechts. Wir können auch mal eben schauen, dass ihr auch mal seht, was ich für eine Munition drin habe. Der Eggers, da habe ich jetzt die mit der Durchschlagskraft drin. Waffenklasse 3, effektive Schussweite 150 Meter. Und die waren definitiv keine 150 Meter entfernt. Das heißt, noch höhere Durchschlagskraft. Nächste Bedürfnisgebiet. Schaue ich mal kurz. Von 17:30 bis 21 Uhr. Boah, Wahnsinn. Hier haben wir eine Spur gezogen.
16:30 und wir haben es jetzt 18 Uhr. Läuft. Aber der Wind läuft nicht. Axis Hirsch, Rumpfschrei, Axis Hirsch haben wir ja gar nicht heute gehabt. Das wäre natürlich jetzt Waffenklasse 1. Habe ich jetzt leider nichts mit. Das Einzige, was ich mit habe, ist noch das Gewehr mit dem Vogelschrot. Irgendwas kommt. Da, da, davon. Da lief's. Es lief. Hoffentlich war es denn wieder ein Emmel-Spezial. Lass mal den letzten Schuss hier vergeigen. Die ganze Zeit machen wir perfekte Schüsse. Sieht nicht so gut aus, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, das ist ein guter Schuss. Oh, der sah gut aus. Und zusammengebrochen. Naja, geht. Hier alle vorne liegt da. Und da liegt noch einer auf dem Berg. Ah, doch, ziemlich hoch getroffen. Ich habe extra etwas höher geschossen. Naja, gut. Na gut, na gut, na gut. Und nochmal Silber geschossen. Ja, auch ein guter Schuss. Kann man nicht meckern. Ja, es sind immer noch einige Spuren, aber ich würde mal sagen, für heute soll es reichen. Also, heute haben wir ja richtig aufgeräumt hier. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. 7, 8 Abschüsse sollten das jetzt gewesen sein. Also, da hat die Kasse wieder geklingelt. Da können wir uns wieder richtig neue Munition kaufen. Und ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Und dann wartet mal. Ich mache noch mal ganz kurz die Karte auf, dass ihr noch mal genau seht, wo ich den gejagt habe. Ja, wo sind wir? Im nördlichen Mittelfeld. Da hatten wir heute gejagt. Da waren die Bedürfnisgebiete. Und damit macht's mal gut. Bis später.